Wow! Heilige Mutter Gottes! Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Es ist wieder Reaction Time, denn der gute Siki hat ein neues Video gedroppt und natürlich schauen wir da direkt wieder rein. Ich glaube, das letzte war vor ungefähr 3 Monaten, Supermoto Adrenalin Rush, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt hat er ein neues gepostet namens, ich guck mal eben rein, The Supermoto Dream Summer. Und da bin ich wirklich neugierig, denn ihr wisst ja, der Sommer 2020 war jetzt nicht so der beste wegen Corona. Man konnte nicht wirklich Trips machen. Viele Veranstaltungen, beziehungsweise eigentlich sind alle Veranstaltungen ausgefallen. Messen gab es dann irgendwann auch nicht mehr. Deswegen, also ich weiß noch nicht, was uns da erwartet. Ich hoffe natürlich geile Szenen, vielleicht auch ein bisschen was aus 2019. Wir schauen einfach rein und ja, geben dann am Ende ein kleines Feedback. Let's go. Oh, geil. Schön mit dem großen Motul-Transporter. Für die Klicks erstmal die Chicks reingebracht, natürlich. Oh, sogar eine Zweitakter. Ist das eine 125er? Ich kann es gar nicht erkennen. Freunde, wenn ihr wisst, ob das eine 125er oder 300er oder gar eine andere Kubikanzahl war, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ich bin ja aktuell auf der Suche nach einer 125er. Deswegen, wenn da Experten von euch unterwegs sind, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ah, das ist Charlotte. Falls ihr Charlotte nicht kennt, absolut krasses Mädel, kann neben Annika auch Kennzeichen schleifen, beziehungsweise sogar Heck schleifen. Extrem, extrem krasses Skill-Level, wirklich. Geile Transition. Richtig gut gemacht. Aber war das alles dieses Jahr? Die Frage stelle ich mir halt. Kann eigentlich fast nicht sein, oder? Was war denn da mit seiner Headlight los? Irgendwie so Flashlight-mäßig, oder? Was war das denn? Guckt euch das mal hier. Junge! Die Zweitakter. Ey, Freunde, ich brauche eine Zweitakter, wirklich. Ich brauche echt eine Zweitakter. Wie geht der Typ bitte ab? An der Stelle muss man sagen, bitte nehmt euch da kein Beispiel. In kurzer Hose und T-Shirt Wheelies machen ist jetzt nicht so das Optimum. Habe ich auch schon gemacht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich will nicht, dass ihr genauso blöd seid wie ich, weil wenn man dann hinfliegt, dann tut es wirklich, wirklich richtig krass weh und kann im Worst Case halt im Krankenhaus enden. Weil wenn die Haut einmal runter ist, glaubt mir, das ist nicht nice. Vor allem, wenn dann der Doktor kommt mit so einem riesigen Lappen mit Desinfektionsmittel drauf und dann schön einmal durch die Wunde reibt. Nicht geil. Wirklich nicht geil.
Also der Typ mit der Zweitakt, da wirklich in dem Video mein absoluter Favorite. Okay, also wenn das 2020 war, dann fresse ich einen Besen, wirklich. Dann fresse ich echt einen Besen. Schaut euch das mal an, wie viele Leute. Das ist Hammer. Und da denke ich mir auch wieder in dem Moment, ich vermisse die Zeiten. Also wirklich, gerade diese Meets in anderen Ländern, die Meets mit euch da draußen in verschiedenen Städten, genauso Momente, die vermisse ich, weil das gibt's einfach nicht mehr. Aktuell gibt's das nicht. Und ich hoffe so sehr, dass nächstes Jahr das wieder möglich ist, wirklich. Weil das sind die Vibes. Also die kommen auch gerade bei mir richtig rüber. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so fühlt, aber bei mir ist es echt krass. Oh, jetzt kommen die Outtakes. Jetzt kommen die Outtakes. Wow! Heilige Mutter Gottes! Digga, was war das denn am Ende? Wie hat er das denn bitte gesaved? Ich muss das nochmal anschauen. Wie hat er das denn bitte gesaved? Jetzt gucken wir nochmal. Gönnt euch das jetzt mal. Vorderer. Der vordere Fahrer. Junge! Geistesgestört. Okay, also ich muss sagen, richtig geiles Video. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Szenen kommen, eben wo viele Leute auf einem Fleck sind. Fand ich extrem nice, weil wie gesagt, ich glaube, da spreche ich für uns. Wir alle vermissen das und hoffen einfach, dass der Dream Summer 2021 auch wiederkehrt und wir ja ordentlich auf die Kacke hauen können. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ich schreibe auch ein nettes Kommentar drunter. Wisst ihr was? Ich denke, wir sollten alle ein nettes Kommentar drunter schreiben. Ja, die Boss Army einfach mal wieder hier ein bisschen Liebe zeigen. Ich verlinke euch das Video unten in der Beschreibung. Klickt gerne mal drauf und schreibt einfach was Schönes. Irgendwas Schönes und dann mit Hashtag Boss Army. Das, was ihr gerade fühlt, das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Das ist auch eine Mission. Ich glaube, da freut sich Siki und da freuen sich auch noch viele andere. Ja, geil. Das war's auch schon. Das war's auch schon. Kurzes Reaction-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Video auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für den Algorithmus einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, schaut bei dem Video vorbei. Abonniert gerne auch Siki. Und ja, wir sehen uns sehr wahrscheinlich in ein paar Stunden wieder oder spätestens morgen. In dem Sinne, wie immer, genießt die restlichen Stunden. Und das Allerwichtigste, geht steil. Boop.